eine spannende Frage, denn unser Körper produziert jeden Tag aufs Neue 200 Milliarden neue Blutzellen. Das ist eine ganz schön große Menge und dafür verantwortlich sind sogenannte Stammzellen in unserem Knochenmark. Und wie genau diese Stammzellen Blut machen, wie viel jede einzelne Stammzelle produziert, diese Aktivität zu verstehen und wie diese reguliert wird, das möchte ich ganz grundsätzlich verstehen. Sehr gerne. Und zwar haben unsere Zellen verschiedene Formen von Erbinformationen, die sogenannte DNA. Und diese DNA, da schleichen sich mit der Zeit kleine Defekte, sogenannte Mutationen ein. Und es ist so, dass diese Mutationen von einer Zelle in die nächste Zelle weitergegeben werden können. Und wir haben jetzt eine Methode entwickelt, mit der man ganz effizient Mutationen in der DNA von Mitochondrien identifizieren kann, die uns tatsächlich das erlaubt, über mehrere Zehntausend von Zellen diese Mutationen zu detektieren und so zu rekonstruieren, welche Blutzelle von welcher Stammzelle stammt. Genau, das ist auf jeden Fall auch etwas sehr Spannendes, was wir nachgehen wollen. Wir haben jetzt die Hoffnung, dass wir mit unserer Methode quasi die Aktivität von den Stammzellen im Körper viel genauer bestimmen können und dann natürlich auch entsprechend gucken können, wie sind diese verändert im Krankheitskontext, ja, und damit bessere und genauere Diagnosen zu stellen. Langfristig stellen wir uns aber auch vor, dass man dieses Wissen, was wir jetzt hoffen zu generieren, die nächsten Jahre dafür zu nutzen, so Stammzelltherapien viel präziser im Menschen auch steuern zu können. Prinzipiell sind wir vor allem an den hämatologischen, also an den Bluterkrankungen interessiert. Das ist, sage ich mal, das Spezialgebiet von unserem Labor. Aber prinzipiell könnte man sich vorstellen, dass diese Methoden recht universal einsetzbar sind. Also man könnte auch zum Beispiel die Aktivität von Stammzellen in anderen Organen, wie beispielsweise der Haut, sich vielleicht genauer angucken. Das ist auf jeden Fall eine großartige Auszeichnung, über die wir uns auch sehr gefreut haben, auch in Anerkennung unserer Arbeit. Und das motiviert uns auf jeden Fall, dass wir auf dem richtigen Weg sind, hier weiterzumachen.